meine Lieben, und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem Fahrhaber-DLC. Der Onkel Ken, der geht mir so auf den Sack. Ehrlich, kann man den im Nachhinein noch umbringen? Sowas Undankbares. So Leute, ich werde mich nochmal entladen. Die Festlandbewohner sind die Wurzel all unserer Probleme. Das mache ich mal ganz kurz hier drinnen. Jedes Einzelnen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Waffen, oder? Ja. Die ich nicht mitnehmen brauche. Okay. Gut. So, meine Lieben, ich hatte mir überlegt, dass wir jetzt nach der Reihe gehen. Und zwar, seht ihr ja, das ist alles so ein bisschen verteilt, jetzt hier meine ganzen Questen, die ich habe. Hancock, genau. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt von Fahrhaber hier runter, den Runner aufhalten, dann machen wir das Boot hier untersuchen, dann gehen wir zum Hohen Beichtvater, überreden ihn zu einem Treffen, dann gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Was haltet ihr davon? Wir machen jetzt einen richtig schönen... Ja, was machen wir? Eine schöne Stadtrundfahrt. Ach so. Dazu sollte ich vielleicht jetzt erstmal wieder, weil ihr kennt mich. Genau, die ganzen Questen aus, weil sonst laufe ich wieder kreuz und quer durchs Land. Dogmeat. So, wir rennen jetzt ein bisschen genüsslich durch die Gegend. Licht habe ich ausgemacht. Oh Mann. Diese Angler, ne? Was war das? Alles in Ordnung? Ja, ja, ist alles in Ordnung. So, Köderkraut, komm her. Danke dir. Führt kein Weg an vorbei, was? Hey, warte da. Oh, nein. Komm schon. Ach, Dogmeat, ey. War der jedes Mal in meiner Nähe hockt. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe ja die Orientierung verloren. Ich vergesse hier auch jedes Mal zu speichern. Komm, die lassen wir jetzt in Ruhe. Außer stehen können die doch gar nichts. Wow. Wieder Angler dort. Kann ich ja um die herumrennen. Denn irgendwie will ich das auch nicht immer mit dir und allem aufnehmen. Aber wo ist bitte dieser blöde Runner hingerannt? Das
Laster wäre. Habe ich wieder gerade was gehört. Das ist wie Meyerlöcks und so. Komm schon, Fantasien, das schaffst du. Ach, egal. Oh. Hey, da ist das nicht gefolgt. Ich glaub's ja nicht, oder? Ach ja, stimmt, ich soll ja Meyerlöcks finden. Ach, ich Dussel. Natürlich. Hä? Ne? Oh. Ballert. Was ist denn da los? Ich glaube, wir sind nicht allein. Nee, sind wir auch nicht. Du Nase. Oh Mann. Komm schon. So, Runner des Instituts. Wo bist du? Kampf initiiert. Wow. Na, wo hast du dich verkrochen? Aua. Scheiße. Moment. Ach, willst du wegnehmen? Wow. Ah, der hat... Aua. Gut. Hätten wir. Wow, Auto explodiert. Oh. So, dann nehmen wir uns das auch noch alles mit. Ja, natürlich. Klar. Habe ich schon wieder zu viel Beladung. Hier ist alles leer. So, komm mal her. Psst. Schieß los. Ja, ich schieß los. So, Runner-Uniform. Okay, also, das hätten wir also. Thank you.
So, das haben wir erledigt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz wieder auf die Karte. Genau, und jetzt gehen wir zu dem Boot. Okay, super. Von Regen in die Traufe. Wahrscheinlich. Überall muss man sich hier durchkämpfen. Hier ist doch das Hotel, oder? Los, weg hier. Ich habe keinen Bock auf Supermutanten. So, laufe ich jetzt weiter geradeaus? Oder mache ich den Bieger? Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Yep. Ich verstehe. So, hier muss es jetzt irgendwo sein. Genau. Hier ist das Schiff mit der Truhe. Sehr geil. Victorias Notiz. Nehme ich. Gut. So. Victorias Notiz. Victoria. Da. Hätte Faraday mich dazu überreden lassen sollen, aber ich kann ihm einfach nichts abschlagen. Ist ganz einfach. Lenk nur das Boot und alles ist gut, hat er gesagt. Wenn was passiert. Er meinte, er bringt mich in Ordnung, wenn was passiert. Soll mir wohl die Angst nehmen, aber es macht mich nur noch nervöser. Was macht er in seinem Labor? Er ist so ein... Geheimes Krämer. Lässt mich nicht mal aufs Terminal schauen. Okay. Alles klar. Dann hätten wir das also auch. So. Dann gehen wir wieder nach oben. So, wegen Victoria müssen wir sowieso dann nach Arcadia, ne? Genau, okay, also weiter geht's. Dann hätten wir das, das und das. Jetzt gucke ich mir das nochmal auf die Karte an. So, wir sind jetzt... Ach ja, hier sind wir, genau. Dann laufe ich jetzt zu Haddock Cove. Okay, Haddock Cove.
Wartet mal, ist das, das ist aber nicht Echo Lake, oder? Nee. Moment, Moment. Echo Lake ist das da hinten, okay. Moment mal. Was ist denn da jetzt? Moment mal. Jetzt habe ich schon wieder völlig die Orientierung verloren. Welche Quest ist denn hier offen? Ist das hier mit den... mit den... Meyerlux? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier sollen. Haddock Cove. Den mache ich mal weg. Jetzt bin ich völlig raus. Ich glaube, das ist es mit dem, hier mit dem Meyerlux. Ja, gut. Ist doch alles... Oh, Quatsch. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich habe doch jetzt Berthas... So. Alles klar. Gut, gut. Dann... laufen wir einfach weiter. Es ist schön hell draußen. Ich würde gerne mal auf der Straße bleiben. Irgendwie so. Wir brauchen noch ein paar Meyerlöck-Panzer für die Seefahrerin. Ein Hoppelhäschen. Ach ja, ist das schön. Und überall diese Blöhnfässer. Da hat es ihn die Waffe von der Hand gehauen. Du, halt! Verdammt. Wer ist er? Das war mein... Ach so, Nick meint gerade die mysteriösen Fremden, oder? Wo ist denn die Waffe jetzt hingefallen? Ich stehe jetzt unter der Brücke. Hier, oder? Nee. Wer immer die Waffe findet, viel Spaß damit. Da ist ein Huhn. Hallo Huhn. Ach, da sind wieder Angler. Komme ich da nicht irgendwie anders hin? Wisst ihr was? Ich laufe geradeaus. Ich laufe genau jetzt die Karte entlang. Ist doch auch mal was Schönes. Na, dann machen wir einen riesen Schlenker.
Moment, was ist denn hier? Hä? Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Ja. War ich hier nicht schon mal? Ach komm, vergiss es. Ganz viele Angler. Nein, 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 nein. Schön auf der Straße bleiben. Oh, jetzt spitzt sich das Wetter wieder zu. So, jetzt gucke ich mal. Genau, jetzt müsste ich nämlich langsam ein bisschen nach links. Na doch, Meat. Danke, Doc Meat. Sehr aufmerksam. Wow. Leco mio. Da draußen ist es. Nick. Hey, ich hab dir geholfen, du blöder Angler. Wo bist denn du jetzt? Boah. Tja, das war jetzt aber kein Mörlock. Oh, ich sollte mal wieder speichern. Ja, eine Kiste Doc Meat. Sehr schön. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich trage wieder zu viel. Nick. Hey. Hast du was auf? Ja, ja, ich habe noch ein paar Waffen. Und so. Mit dem Herzen? Ah, ich hätte noch die Kampfrüstung wegmachen können. So, hier ist ja das tolle Kino, welches noch funktioniert. Sind da wieder Ghule? Ich glaube nicht. So, ein Momento. Ja, wir müssen noch weiter geradeaus. Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Ja, ich weiß. Ich bin ja nun da, um zu helfen, Nick. Was mache ich denn hier die ganze Zeit, hä? Däumchen drehen? So. Gehen wir erstmal die Meierlöck-Sachen machen, oder? Ja, nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Wie, er schwitzt ja noch nicht mal. Ist mit dir nicht in Ordnung? Hier zittert's ganz schön. So, speichern.
nachladen. Huch. Wow, Doc Meat, hast du fein gemacht. Ach, der Schlinger. Moment mal. Boah, ich bin ja immer noch am Arsch der Welt. Na gut. Nichts zu ändern. Ab in die Hölle. Wenn ich ein bisschen mehr renne, dann klappt das eventuell. Wow. Wo ich schon wieder lang gehe. Meine Fresse. Wow. Ach, ist ein Redhirsch. Wow. Ich dachte, das wäre eine Todeskralle. Ah, ich trage wieder zu viel. Nick? Hey. Ich bin ganz Ohr. Ach ja. Anglerfleisch. Weg damit. Ach, shit. Achso, Meerlockfleisch muss ich ja behalten. Gut, danke dir, Nick. Ich finde es ganz toll, hier am Felsen lang zu laufen. Wo ich niemals mehr hochkomme. Nee. So, und das wieder der Abgrund war? Nee. Wow. Scheiße. Gut, hätten wir auch. Solange du das Zeug trägst. Ja, ja. War da Fäule? So, meine Lieben, ich sehe gerade, die Zeit ist wieder um. Ich habe es leider nicht noch weiter Wow. Komm schon. Ja, ja, doch nicht. Bleib doch mal locker. Da ist auch einer. Wow. Häuslich. So. Alumin. So, die nehme ich mir jetzt auch nochmal mit. So, meine Lieben.
Waffe weg, Phantasiens. Einmal drehen. So, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für euer Dabeisein, für eure Kommentare und Likes und auch für das ein oder andere Abo. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann weitergehen in Richtung... Genau, ihr wisst schon, die Mayalux-Panzer einsammeln und halt die Quest von Bertha machen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.